Heute reden wir einmal ein bisschen über das nächste Hauptset Cyberstorm Axis. Dieses Set kommt bei uns am 4.5. raus oder am 3.5. bei uns hier in Europa. Wie ihr seht, es ist ein Set, was sich um Cybersmonster drehen wird. Das heißt, wir werden viele Cyber-Support-Karten sehen. Und es ist auch ein Set, wo nicht so viele krass generisch gute Karten drin sind, aber viele gute Karten für aktuell bestehende Themendecks. Plus natürlich die neuen Themendecks, die jetzt auch nicht so kacke sind, aber wahrscheinlich auch nicht im Meta stattfinden werden, erstmal aktuell. Aber viele Supportkarten für vorherige Themendecks, die deutlich besser machen werden. Das heißt, so ein Set kriegen wir auch mal alle Weile, dass wir wirklich halt Karten haben von alten Themen, die einfach neue Karten bekommen und dadurch richtig gut werden. Bevor wir aber ganz kurz einmal auf das Set eingehen, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt da wirklich Bock drauf, sowas für mich häufiger zu sehen. Dann gebe ich euch für jedes Set einmal den kompletten Inhalt von dem Set, den wir aktuell wissen. Die letzten 20 Karten, die sind immer TCG Exclusives oder OCG Imports. Das heißt, wir wissen noch nicht ganz genau, was da kommt. Wir wissen, dass wir von Gold Sprite noch ein paar Karten bekommen werden. Wie gut die sein werden, keine Ahnung. Ich werde darüber sprechen, wenn die Creator Openings kommen. Wir haben hier sehr, sehr viele interessante Karten, über die wir sprechen werden. Das Firewall-Ding, wir werden darüber sprechen. Wir werden über die Superior Samurai-Karten reden, über alle beide. Also die drei. Die und die sind die wichtigsten. Der ist irgendwie required und der ist ganz okay. Dann das neue Sprite-Ding ist ganz cool, da werden wir auch drüber sprechen. Wir werden noch mal ganz kurz über die beiden neuen Archetypes sprechen. Ja, die beiden hier werden wir ganz kurz drüber sprechen. Wir werden ein bisschen über die Pulli-Karten reden, weil die sind wirklich gut, muss man fairerweise sagen. Wir haben ein Infinity-Monster, was ziemlich solide ist. Jetzt nicht Game-Breaking oder so, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Dann ein paar andere Karten, die an sich ziemlich gut sind. Wie die Karte hier, die ist ganz interessant auf jeden Fall. Das neue Despia Fusion Monster ist ziemlich krass. Super Heavy Samurai Link Monster. Das ist auch ziemlich gut. Dann haben wir Synchro Monster für das Despia Themendeck. Don't ask me why. Es sind welche da. Das erklärt so ein bisschen, warum Cartesia ein Tuna Monster ist. Macht aber so ein bisschen die Branded Fusion schlechter. Aber da sprechen wir auch noch mal ganz kurz drüber, was die überhaupt tun. Dann haben wir noch einmal ein VW XY Monster. Was optisch meiner Meinung nach eins der coolsten ist, was die jemals bekommen haben. Und der Effekt ist auch irgendwie interessant. Aber auch da sprechen wir gleich drüber. Dann ein paar Link-Monster, die ziemlich gut sind. Und dann hier ein paar Spell-Traps. Wir haben hier auch einmal eine Spell-Trap. Die hier. Die möchte ich mal ganz kurz einmal highlighten, weil das eine der einzigen Karten ist, die ich kenne, der einen Effekt hat, der für den Rest des Duells applied. Außer Sacker Slide, das war auch so eine Karte, die sowas ähnliches gemacht hat. Aber das gibt uns ein bisschen Vorteile und kann in verschiedenen Decks gespielt werden. Also da sprechen wir auf jeden Fall drüber, wie relevant diese Karte sein könnte. Ohne weitere Verzögerung gehen wir jetzt in die Karten rein und sprechen mal ganz kurz, was die Karten überhaupt tun und warum dieses Set das Potenzial hat, ein sehr gutes Set zu sein. Die erste Karte ist einmal der Firewall Defensor. If this card is sent to the graveyard as link material for a Cyber Monster, you can special summon one Firewall Monster from your deck except Firewall Defensor. Diese Karte ist also als Beispiel ihr Normality, linkt die zu meinetwegen ein Link Kuribo, zum Link Kuribo. Egal. Bekommt ihr aus eurem Deck ein neues Monster. Was die anderen Firewall-Monster machen, ist ja erstmal scheißegal. Ihr kriegt mit der Karte Normal Summon ein zweites Monster. Einfach nur, wenn ihr das weglinkt. Das ist gut. Das ist richtig gut. Die Karte ist aber noch nicht fertig. Wir können das Special Summon Monsters to turn your activated card except Cybers Monster. Okay, die locken uns auf Cybers Monster. Ihr werdet diese Karte nur in Cybers Decks spielen. Sind wir mal ehrlich, es ist ein Firewall-Monster, es ist ein Cybers, es ist ein Dark. Das wird in Decks gespielt, die Cybers spielen. If a Fire Monster you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your graveyard instead. Diese Karte ist richtig gut. Die gibt euch ein extra Body aufs Feld, mit dem ihr weiterlinken könnt. Meinetwegen in Splash Mage. Das heißt, die Karte ist instant ein Heat Soul. Und ihr wisst gar nicht, in wie vielen Decks man gestruggelt hat, da überhaupt hinzukommen. Aber die Karte, Normal Summon, Link weg, Special Summon, geh auf Splash Mage, hol's zurück, Heat Soul. Zieh eine Karte. Das ist, pauschal ist mal gut, das ist nicht die beste Möglichkeit, das zu machen, aber es ist auf jeden Fall eine Option, die ihr habt, die sehr gut sein kann. Und das ist nur eine neue Karte. Und das Protecten von Firemonstern wird relevant, wenn wir über die Link-Monster reden. Denn die kriegen ein neues Link-6-Monster, glaube ich. Sprechen wir nicht drüber. Gehen wir mal ganz kurz zur nächsten Karte. Es ist natürlich jetzt irgendwie schade, dass wir 11 nicht mehr haben, weil da wäre die Karte noch deutlich besser gewesen. Aber die Karte macht zwei sehr entscheidende Dinge. Erstmal Samurai Bike, klasse Name, bin ich schon mal voll dabei. Erde-Maschine-Monster, wisst ihr ja, bin ich auch komplett dabei. If you have no spell traps in your graveyard. Das ist die Bedingung von eigentlich allen Super Samurai-Monstern, dass sie jetzt sagen, keine Zauberfallenkarten im Friedhof. Wichtig dabei ist, die sagt, nur solange ihr den Effekt aktivieren möchtet, dürfen die nicht im Friedhof sein. Das heißt, was danach passiert oder für den Rest der Runde, vollkommen Bums.
You can discard this card, add one Super Aerial Saber Monster from your deck to your hand. Es gibt ein Monster, das, wenn es auf den Friedhof geklickt wird, vom Welt, euch ein Super Aerial Saber Monster adden kann. Das ist nicht von Spurzion. Das ist ein Monster, was ich selber equippen kann. An ein Super Aerial Saber Monster. Es gibt ein Link 1 Monster, was euch eins auf die Hand geben kann. Und so könnt ihr quasi eure Combo starten. Das ist nicht das Einzige, was die Karte kann. Übrigens, das ist übrigens ein Tuner-Monster, ganz wichtig. Du kannst den Effekt nur einfach später benutzen, sonst wäre es auch ein bisschen krank, aber das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Once per turn, you can target one Machine-Monster you control that has a level, increase the level by 2. Das heißt, du kannst jedes Machine-Monster, was du hast, targeten und das um 2 Level erhöhen. Das kann in sehr vielen Variationen sehr gut sein. Das ist nicht der primäre Effekt von dieser Karte, aber das ist auf jeden Fall ein richtig guter Effekt. Das Ding hier ist eher ein bisschen cute. Aber ich finde das trotzdem erwähnenswert, weil das viele Sachen macht, die gar nicht so schlecht sind. If you have no spell traps in your graveyard, you can special summon this card from your hand. Also wenn ihr quasi startet, könnt ihr die free specialen. Das ist pauschal immer nicht schlecht. If you have no spell traps in your graveyard, quick effect. You can tribute this card, then target one spell trap in your opponent's graveyard, set it to your field, but banish it when he leaves the field. Das könnte also eine Disruption sein, wenn der Gegner aus dem Friedhof was adden möchte, zum Beispiel eine Branded Fusion, Branded Lost oder irgendwas in der Richtung, und die auf eure Felder setzen. Der könnte aber auch eine sinnvolle Karte vom Gegner adden, wie zum Beispiel ein Tactics, ein Thrust, irgendwas in der Richtung. Ich glaube, die Karte wird ziemlich unterschätzt, für was die accomplishen kann, denn das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Karte, die euch zwar nicht in der Combo weiterhilft, aber die auf dem Endboard hilfreich ist, die euch helfen kann, durch Boards durchzubrechen, wenn ihr halt gegnerische Karten nutzt, die halt gegen euch aktiviert haben, die einfach gut sind, wie jetzt ein Tactics zum Beispiel, einfach eine gute Karte. Und es ist einfach eine Karte, die euch nichts kostet. Also eine unglaublich gute Karte. Und die hier, das ist die neue Karte, die richtig stark ist von dem Themendeck. Das hat die Fähigkeit, if you have no spell traps in your graveyard, obviously, you can place one super heavy samurai pendulum monster from your deck in your Pendulum Zone, außer die Karte. Heißt, du kannst von deinem Deck eine Karte in die Pendelskala legen, was schon mal ziemlich gut ist. Aber dann spezialbeschwört sich diese Karte aufs Feld. Und das kannst du einmal pro Spielzug machen. Ist also nicht wie Curtain Razor, das Transporteur macht, und das ist ein Level 4 Monster, eine 8er Skala. Das ist nicht nur für Super Heavy Samurai Monster gut, das ist grundsätzlich ein guter Effekt. Und wenn diese Karte als Synchromaterial benutzt wird und dann aufs Extra Deck geht, kannst du sie in die Pendelskala legen. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, mit dieser Karte einen Free Body aus Feld zu bekommen. Da könnt ihr das andere Ding hinterher specialen. Das kann sich selber zu Level 4 machen. Ihr könnt einen 8er Synchro bauen. Ganz wichtig. Dann legt ihr sich in die Skala rein. Ihr kriegt das Level 8er Synchro. Wir haben ja in Maze of Memories eins bekommen, was ziemlich gut ist, was ein Level 2 Tuner Monster vom Grave zurückspecialen kann. Damit gehen wir dann auf Baroness, haben Baroness, die in der Scale haben eine 1er und eine 8er Skala und können pendeln. Wenn ihr mich fragt, ist das ein ziemlich guter Trade-off, wenn ihr halt die plus die andere Karte zieht. Und es gibt so viele Möglichkeiten, an die Karte plus die andere Karte zu kommen. Das sind also zwei Karten Baroness Full Scales. Das kann extrem scary sein, weil die Skala sind von 1 bis 8. Hier haben wir nämlich die 1er Skala. Den Effekt, keine Ahnung, ist nicht super relevant. Der ist eine 1er Skala, den ihr im Endeffekt in die Skala setzt. Der Effekt ist auch irgendwie gar nicht so kacke, aber ist für das nicht pure Deck nicht relevant. Haben wir einmal Fallen of Argyros. Das ist kein Sprite-Monster, aber es ist ein Sprite-Monster. Denkt einfach mal drüber nach, das ist im Endeffekt ein Level 2 Monster, was aus allen Sprite-Monstern zusammengesetzt wurde, wie auch immer. Und es hat die Fähigkeit, sich spezial zu beschwören, wenn ein Link 2 Monster auf dem Feld ist. Und dann können wir während der gegnerischen Runde die 2 XI-Materialien von einem XI-Monster abhängen. Das kann eine sehr interessante Disruption sein im Mirror Match, da ist das unglaublich gut. Das kann aber auch einfach generisch gut sein gegen Decks, die wirklich viele XI-Monster bauen. Geht da nur im gegnerischen Zug, ganz wichtig. Aber ganz ehrlich, wenn der Link 2 Monster baut und ihr klatscht ihn da unten hin, habt ihr schon mal den 2 Monster am Feld und das kann ein bisschen was machen. Wie gut die Karte jetzt sein wird, keine Ahnung. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, dass diese Karte existiert, denn sie wird in Sprite gespielt werden. Ich werde die auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Aber wenn wir halt XI-Based Decks haben, die halt auf links gehen oder mittendrin auf links gehen, kann die Karte extrem devastating sein. Die können wir übrigens auf die gegnerische Spielseite speziell beschwören.
oder auf links, die nach oben zeigen, denn die sagt quasi, Link-Monster, die auf diese Karte zeigen, können ihre Effekte nicht aktivieren. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht einen On-Summon-Effekt habt, ist das ziemlich, ziemlich blöd, wenn ihr die Karte da hinsetzt und das ist kein On-Summon-Effekt, sondern ein Ignition-Effekt, dann macht ihr nicht mehr so viel. Das ist halt todesfunny, weil die Karte kann sich generell spezial beschwören. Das heißt, wenn euer Gegner deine IP liegen hat, könntet ihr einfach rüber spezial beschwören, auf die Seite, wo die IP liegt, in die Zone, und dann ist das Play komplett raus. Ich finde die Karte ultra witzig. Ich glaube nicht, dass die Karte jetzt extrem viel Play sehen wird, aber ich glaube schon, dass es eine Karte ist, die jetzt nicht schlecht ist. Ich möchte noch einmal ganz kurz die neuen Themenlecks erwähnen. Wir werden jetzt nicht einmal ganz kurz genau durchlesen. Wir werden jetzt nicht durchlesen, was die Karten genau tun, aber ihr wisst jetzt einmal hier, Mana Dome ist das neue Themendeck, was zur Lore dazugehört, zur der ganzen Visa Star Force Lore, das gehört mit dazu. Rium Heart ist der Rise Heart für Arme, der neue jetzt halt davon. Und da gibt es halt diese Monster zu, die in den Bubblen irgendwie die Field Spirits von den anderen Themendecks drin haben. Ich habe es von der Lore nicht ganz verstanden. Die sind auf jeden Fall ganz witzig, weil die ein bisschen mit der ATK und der spielen von Visa Starfrost und von Rise Heart. Also irgendwie spannend. Das ist wahrscheinlich das Deck, was eher im Meta stattfinden wird als das andere. Denn das andere Deck ist einmal hier dieses Dreaming Nemleria. Das ist eine Karte, das ist ein Themendeck, das basiert ein bisschen darauf, dass diese Karte auf einem Extra-Deck liegt und ihr mit irgendwelchen Fieberträumen, die irgendwelche Desserts sind, die zu Monstern werden, irgendwelche anderen Sachen machen könnt. Ich glaube, die Bedingung dafür, das zu accomplishen, ist relativ einfach, aber ich glaube, dass die Karten selber nicht gut genug sind, um das wirklich zu accomplishen. Deswegen, das Deck ist da, das Beispiel so ein Monster, ne? Das ist einmal Dream Defender, da ist so ein Ding, wie ihr seht, ein Schokoladen-Dino-Monster. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber es ist ein Level 10-Monster. Irgendwie interessant, die Idee dahinter. Und ja, also ist eine coole Idee. Das war es meiner Meinung nach aber auch schon. Und dann haben wir hier einmal ein neues Purli-Monster, nämlich Purli Lily. Und das ist tatsächlich ein besseres Monster als das andere Monster. Denn für alle, die Purli nicht kennen, Purli haben diese Quickspells. Die sagen, du kannst sie aktivieren, kannst eine Karte diskarden und kannst ein Purli-Monster spezial beschwören von deinem Deck. Diese Quickspells sind nicht once per turn. Die Purli-Monster-Effekte sind nicht once per turn. Mit diesem Wissen gehen wir mal ganz kurz in diese Karte rein. Die sagt nämlich, wenn die Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, kannst du eine Purli-Karte von deinem Deck auf die Hand nehmen, außer eine Schnellzauberkarte. Das heißt, du könntest das andere Monster holen, was auf Normal Summon auch nochmal was ausgraben kann und was adden kann, oder die Field Spell oder die Perma Spell. Alle anderen Karten geben dir mehr Karten. Die Field Spell nicht unbedingt, erst in der Endphase, aber die Perma Spell gibt dir auch Quick Spells. Du kannst eine Poly Quick Spell in deinem Friedhof wählen. Spezialbeschwören Eximonster, dass diese Karte im Kartentext erwähnt. Für alle, die es nicht wissen, die Poly Eximonster sind relativ speziell. Die erwähnen quasi immer eine Monster und eine bestimmte Schnellzauberkarte im Kartentext, wovon die extra Effekte bekommen, wenn die unten drunter liegt. Die Schnellzauberkarten von den Polymonstern, also die Schnellzauberkarten von dem Poly-Themendeck, die haben extra Effekte, wenn die unter Eximonstern drunter liegen. Und die sind auch nicht once per turn. Es gibt Karten, die sagen verschiedene Dinge. Wir werden gleich nochmal auf ein paar von diesen Quickspells raufkommen, nämlich zwei Stück, damit ihr einfach versteht, wie witzlos das im Endeffekt wird mit diesen Karten. Ich glaube schon, dass wir Poly ein bisschen weiter oben im Meta sehen werden. T1 weiß ich nicht, kommt ein bisschen auf die Bandits an, aber erwartet, dass dieses Deck auf jeden Fall auftaucht, weil das ist ganz schön frech, dass Konami ein Themendeck designt in 2023, was so viele Nicht-Once-Per-Turn-Effekte hat. Und das kann super schnell snowballen. Einfach nochmal kurz für euch, das Deck existiert, das Deck wird gut. Dann sprechen wir mal ganz kurz über den Infinite Track Road Roller. Eine designte Karte, die ich optisch sehr cool finde und die hat mehrere Fähigkeiten, die für uns relevant sind. Wenn ein Erdemaschinenmonster tributiert wird oder face-up gebanished wird, wie auch immer, du kannst diese Karte von deinem Friedhof spezial beschwören. Das ist ein Once-per-Turn-Effekt. Das heißt, wenn ihr diese Karte in eurem Friedhof establishen könnt, habt ihr die Möglichkeit, den aus dem Friedhof immer wieder zu holen als Level-5-Monster. Das ist unglaublich gut, denn ihr könnt ja mit euren XI-Monstern eure Monster auf dem Feld tributieren, um die zu specialen. Dann könnt ihr den hinterher specialen. Und ihr habt direkt wieder zwei Erdmaschinenmonster auf dem Feld,
die mehr Sachen machen können. Das ist aber noch nicht alles. Die Bandage, die übrigens, wenn ihr das Feld verlässt, das sollte man vielleicht noch sagen, also ihr müsst irgendeinen Weg finden, die logischerweise als Exit-Material zu benutzen, damit die halt nicht stirbt. Aber wenn die als Exit-Material an einem Monster angehängt ist, was vorher Maschine war, ändere alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, in Death. Und sie verlieren 1000 Death. Das scheint jetzt erstmal nicht ganz so gut zu sein. Ihr müsst aber überlegen, dass diese Karte aktiv ist, wenn ein Zeus auf dem Feld ist. Denn wenn ihr diese Karte unter Zeus legt, ist Zeus ein Baguska. Zwar ein schlechter Baguska, aber ihr müsst ihn trotzdem outen. Heißt, ihr könnt nicht angreifen mit Monstern, die keine Link-Monster sind. Das ist ziemlich nervig. Und dann könnt ihr mit der Karte auch einfach einen Zeus bauen. Denn die setzt alles in Death, das heißt, ihr könnt einfach drüber rennen, ohne Schaden zu nehmen. Und dann könnt ihr einen Zeus bauen. Das ist eine unglaublich gute Karte. Und ich möchte übrigens nochmal kurz erwähnen, Riseheart ist auch ein Maschinen-XYZ-Monster. Würde ich einmal ganz kurz für euch nochmal in die Welt hinaus posaunen. Das macht Riseheart auch noch stärker. Einfach nochmal kurz, damit ihr es einmal gehört habt. Dann haben wir noch einmal hier Ringewurm The 100 Apple Dragon. Ein Level 2 Monster, was Spannendes. Wenn du ein Nicht-Effekt-Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, von der Hand. Klingt erstmal nicht so krass, ne? Ist ganz nice. Das ist ein Empfängermonster übrigens. Ist erwähnenswert, weil der zweite Effekt darauf abzielt, wenn die als Synchromonster benutzt wird, also als Material für eine Synchrobeschwörung, könnt ihr einen Token beschwören. Worm, Licht, Level 2, 100 TK. Und ihr könnt die als Tuner benutzen, wenn ihr eine Synchro-Beschwörung macht. Das heißt, ihr könnt mit dem Ding hochsynchron. Die ist natürlich für Swordslaw gar nicht so bad, weil ihr kriegt das Token, könnt hochmachen, könnt auf das 10er hoch synchron, wenn ihr wollt, auf die Baroness zum Beispiel. Das heißt, ihr könnt in verschiedenen Wegen verschiedene Dinge mit der Karte machen. Ich glaube, die Karte könnte super interessant sein für verschiedene Arten von Decks. Ne? Das heißt, einfach mal wissen, diese Karte existiert und die könnte echt interessant sein. Haben wir noch einmal Albion, The Incandescent Dragon, wie auch immer das ausgesprochen wird, aber die braucht ein Fall of Albus Monster und ein Licht Spellcaster Monster. Was tut das Ding? Das kann nicht als Fusionsmaterial benutzt werden. Das solltet ihr euch merken, denn das Ding kann nicht wegfusioniert werden, weder durch Superpoly noch durch andere Fusionskarten noch durch Cartesia. Das ist ganz wichtig, weil das werden wahrscheinlich einige versuchen. Dein Gegner kann diese Karte nicht mit Karteneffekt wählen. Ich weiß nicht, warum das draufsteht, aber die Karte kann nicht geimpürmt werden und auch nicht gewählert werden. Das ist wichtig für das, was gleich kommt. Du kannst jeden der folgenden Effekte von dem Ding einmal auf dem Spielzug benutzen. Während des gegnerischen Spielzugs. Schnelleffekt. Du kannst zwei Monster in den Friedhöfen wählen. Spezialbeschwöre beide Monster. Eine auf jedes Feld. Ja, der Spezialbeschwört auch Sachen auf die Spielfeldseite. Wir hatten so eine tolle Fallenkarte, die so ein bisschen was gemacht hat. Der Drache macht halt gleiche. Und der ist im Extra-Deck. Und da muss nicht so eine krasse Kombo für kommen, damit die auch aufs Feld kommt. Der braucht halt Fall of Albus und ein Lichtspellcaster-Monster. Es ist zu einfach, den Gegner damit zu locken. Denn klar, ihr müsst immer noch irgendwie die Gaming-Pappe in den Friedhof bekommen. Das sollte aber nicht so schwierig sein, denn der braucht halt nur Licht, Spellcaster Monster und Fawn of Albus. Und der andere Karte ist, if this card is in the graveyard, you can tribute 4 Monsters in the extra Monster Zones and each player's center Monster Zone und kannst dich speziell beschwören. Das heißt, wenn alle 4 extra Monster, also, ich will das erklären, wie so eine Raute, die beiden extra Monster Zonen und die beiden mittleren Monster Zonen, wie so ein Viereck. Wie halt die Marke. Branded, ne? Das Viereck. Die könnt ihr tributieren und dann könnt ihr Decken specialen. Das kann extrem blöd kommen, wenn ihr das nicht erwartet. Denn das kann unerwartet ein Extra-Link brechen. Ihr müsst euch quasi vorstellen, ihr legt eure beiden Monster dahin, der Gegner kann eigentlich nichts mehr machen. Und ihr noch mit einem Monster dahin und dann aktiviert ihr das Ding und der tributiert einfach alles. Das ist ein Effekt, der wird wahrscheinlich niemals aufkommen, aber wenn der aufkommt, todeswitzig.
Da haben wir noch einmal hier B-Trooper, Cruel Saturn. Ich finde, die vom Art wirkt ziemlich cool und ich wollte ja mal ganz kurz erwähnen, weil es ist ein B-Trooper Fusion Monster, was actually nicht schlecht ist. Die brauchen B-Trooper Monster und ein Insektenmonster, ist also super easy zu bauen. Du kannst keine Monster spezial beschwören außer Insektenmonster. Das ist halt ein permanenter Effekt, wenn die auf Feld ist. Du kannst jeden der folgenden Effekte einfach auf Spielzug benutzen. Wenn diese Karte spezial beschworen wird, du kannst dir eine B-Trooper-Karte von deinem Deck adden. Einfach ein guter Effekt, ne? Ist halt nett. If an Insect Monster becomes banished face up, you can target one of your banished B-Trooper Monsters, special summon it. Das heißt, wenn ihr mit dem Link-Monster die drei Monster banished und ihr habt das Ding auf dem Feld, könnt ihr die wieder zurückholen. Was für euch wichtig ist, das Ding hier ist Level 5. Instant Fusion kann die Karte spezial beschwören. Damit wird Instant Fusion in B-Trooper eine Starterkarte. Mit einem actually sehr guten Effekt. Und hier haben wir noch einmal das große Synchro-Monster Super Heavy Samurai Overlord Masurao. Das braucht ein Tuner und ein plus Non-Tuner-Monster. This card can attack while in face-up defense position. Das machen alle Super Heavy Samurai Monster, die über Level 6 sind, glaube ich. Der hat übrigens 4000 Def. Dann greift er halt mit der Def an. Das ist Standard bei den ganzen Karten. If a Super Heavy Samurai Monster you control would be destroyed by battle or card effect, you can destroy one Super Heavy Samurai card you control instead. Once per turn, if your opponent activates this battle trip, you can draw cards until you have 3 in your hand. Und das ist der wichtige Effekt. Wenn ihr keine Karte mehr in der Hand habt, euer Gegner aktiviert eine Zauberkarte oder eine Fallenkarte, was auch immer, ihr zieht dann 3 Karten. Das Ding ist Level 12. Der ist also gar nicht so einfach zu bauen. Es gibt aber genug Wege, den zu bauen. Und das Wichtige bei dieser Karte ist, und das ist das wirklich super Interessante, der ist generisch. Und zwar komplett generisch. Generisches Material. Es ist scheißegal, ob ihr Spelltraps im Friedhof habt. Die Karte sagt einfach nur, die kann den Dev angreifen. Wenn euer Gegner so eine Fallenkarte aktiviert, zieh bis zu 3 Karten auf Hand hast. Es ist übrigens ein Trigger-Effekt. Das heißt, der Gegner muss theoretisch den impören. Wenn die Karten rauskommen, besorgt euch die. Die wird vielleicht nicht on release super relevant sein. Aber die wird irgendwann, wird die relevant sein. Weil das gibt euch halt ein insanes Follow-up. Stellt euch mal vor, ihr setzt eure ganzen Karten, spielt nicht mit vielen Handtraps und habt nur Boardbrecher so ein Scheiß. Und ihr zieht einfach 3 Karten. Ihr zieht 3 Karten. Das heißt, ihr habt dann 4 Karten auf der Hand, wenn ihr wieder dran seid. Dann haben wir einmal hier das Synchro-Monster für das Despia-Themendeck-Thema. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber lassen wir so stehen. Bustil die Sparta. Ein Tuner plus ein Non-Tuner-Dragon-Monster. You can target one banished Light or Dark Monster, special summon it. Erstmal, ziemlich guter Effekt. Das ist übrigens ein Level 10 Monster. Das ist ganz wichtig. When your opponent activates a Monster Effect, Quick Effect, you can target one banished card returned to the deck, then if you were the owner of that card, destroy that monster. Otherwise, negated Effect. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt in Despia zu spielen, aber das ist halt speziell auf die ganzen Bissier-Karten ausgelegt, dass sie halt mit Cartesia, die Bissier-Monstern, das Ding aus Feld klatscht. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Dann haben wir noch einmal Despian Lulu Valilit. Ist auch ein Level 12 Synchro-Monster. Scheint gerade irgendwie ein Trend zu sein. Braucht ein Level 4 Tuner-Monster und ein plus 9 Tuner-Monsters. Ist also relativ easy zu machen, aber ich brauche spezifisch ein Level 4 Tuner-Monster. Once per turn, if a card leaves either extra deck, also von einem von beiden Spielern, you can make all face-up monsters you control gain 500 attack. Then you can negate the effects of one face-up card on the field. Das targetet übrigens nicht, das ist kein schlechter Effekt. Während der Endphase, falls diese Karte in den Friedhof liegt, weil sie diese Runde dahingesetzt wurde, spezialbeschwöre ein Licht-Spellcaster-Monster von deiner Hand oder deinem Deck, welcher TK und Dev equal sind. Der kann übrigens Ecclesia aus dem Deck specialen. Ecclesia addet dann Fleur und Fleur ist dann nochmal eine Gate. Einfach nochmal kurz so für euch. Ich glaube jetzt nicht, dass die Karte extrem viel Play sehen wird, aber ich glaube, dass die Karte auf jeden Fall auftauchen wird, weil das halt inhärent keine schlechte Karte ist. Dann wollte ich noch einmal ganz kurz einmal über Virtual World Tiger Huhu sprechen. Erstmal, der Name hat mich gekillt, als ich das erste Mal gelesen habe. Zweitens, das ist tatsächlich ein Artwork, was ich
sehr, sehr schön finde. Ich mag ja viele der Artworks von den VW-Karten nicht, weil die einfach optisch nicht mein Ding sind. Ich finde, Shenzhen ist ganz okay und das war es eigentlich auch. Ich mag die anderen Artworks nicht so gerne. Das Ding, das ist cool. Das mag ich sehr gerne. Es ist halt diesen Tiger-Vibe, es ist halt so gelb mit grün und weiß und schwarz. Es ist cool. Der Effekt der Karte ist auch okay. Die bekommt Effekte, abhängig davon, wie viele Virtual World Gate Karten ihr kontrolliert. Das sind hier Chuche, Quinglong, die Karten. Ihr werdet eigentlich immer nur zwei kontrollieren. Deswegen ist der Effekt eigentlich nicht so ganz relevant, weil er sagt quasi 2+, diese Karte kann direkt angreifen. Was gut ist, weil das macht Zeus und das ist pauschal erstmal nicht schlecht. Dann, once per turn, Quick Effect. You can detach one material from this card, then target one monster you control. And a monster on the field with a different attribute and type negate their effects. Dann sagt also von dem Ding und vom gegnerischen Ding und negiert die Effekte. Das gibt also dem VW-Deckthema ein Rang 9 Quick Effect Negate. Zwar so ein bisschen spezifisch, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ob die jetzt wirklich Play sehen wird im Themendeck? Ich weiß nicht, inwieweit man wirklich auf diese Rang 9 Turbo-Box wieder gehen möchte, weil es ist halt nicht WFD, aber es ist eine gute Karte. Ich glaube schon, dass die Karte irgendwo Play sehen wird, weil sie echt nicht schlecht ist. Dann hatten wir ganz am Anfang vom Video ein Firewall-Monster. Und hier sehen wir einmal das Link 6 Firewall Dragon Monster. Und das ist einmal Firewall Dragon Singularity. Die braucht 3+ Effekt Monster. Die ist also easy zu bauen. Braucht natürlich irgendwie 6 Monster. Aber in dem Cyberstack, ihr werdet festgestellt haben, das sollte nicht so schwierig sein. Diese Karte hat die Fähigkeit Quick Effect. You can target cards your opponent controls and in the graveyard, up to the number of different types of monsters, Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, you control and in your graveyard. Return them to the hand. And if you do, this card gains 500 attack for each card returned. Das kann den Gegner ganz schön nerven, weil das ist ein Quick-Effekt. Das heißt, wenn ihr den gegen Despia baut, kann nervig sein. Ist gar nicht so unrealistisch, dass davon was im Friedhof landet. Das heißt, ihr wahrscheinlich so 2 oder so in der Combo, wenn ihr macht. Naja, so Xyz und Synchro, kann ich mir schon vorstellen. Dann, if a monster discard points to is destroyed by battle or sent to the graveyard, you can target one Cyber Monster in your graveyard, special summon it. Und beide Effekte sind logischerweise once per turn. Ist ja kein Firewall Dragon, der Originale. Ich weiß nicht, ob es worth it ist, dafür diese 6 Monster aufzuwenden. Ich glaube aber, dass es tatsächlich keine schlechte Karte ist. Denn der Attack Push, okay, ja, hat er halt dann 4-5. Das ist permanent. Das heißt, es bleibt. Wenn er das einmal gemacht hat, ist das permanent. Und ihr könnt das immer wieder machen. Ich hätte tatsächlich bei dieser Karte echt gerne gesehen, dass die irgendeine Protection hat, was so Targeting und sowas angeht. Denn die Karte zu removen ist ja super easy. Ihr braucht nur irgendwas, was die Karte entfernen kann. Ich glaube, Targeting Protection hätte ich sogar nicht mal gesagt, sondern vielleicht irgendwie kann die zerstört werden durch Karteneffekte oder sowas. Ich finde das pauschal nicht richtig gut, aber ich finde für so eine Monster, wo wir so viele Karten für investiert, um das aufs Feld zu bekommen, hätte ihr das schon verdient gehabt. Also wenn ihr mich fragt. Und dann kommen wir mal ganz kurz zu einer Polykarte, die ich einmal erwähnen möchte. Denn die ist wichtig für das, was in Zukunft passieren wird. Diese Polykarte ist eine Schnellzauberkarte. Das sind ja viele von den Polykarten. Die hat die Fähigkeit. Du kannst eine Karte discarden und falls du es tust, Spezialbeschwöre ein Level 1 Polymonster von deinem Deck. Ein Poly-XZ-Monster, das diese Karte als Material hat, bekommt den Effekt Once per turn during your opponent's stand. Mein Gott. Once per turn, during your opponent's standby phase, draw one card. Dieser Effekt ist nicht once per turn. Ich möchte das erwähnen, weil es gibt die Möglichkeit, 3 von diesen Kopien an den XZ-Monster anzuheften, was ihr kontrolliert. Das heißt, ihr könnt in der generischen standby phase 3 Karten ziehen. 3. Mit einem Monster, was unberührt ist von gegnerischen Karteneffekten. 3 Karten. Weil das Ding nicht once per turn ist. Was es einfach accomplishen kann zu einem Deck, was auf jeden Fall viable sein kann. Denn 3 Karten zu ziehen ist ziemlich gut. Wir haben ja vorhin über das Synchro-Monster gesprochen von den Super Samurai Monstern. Was ja auch 3 Karten ziehen kann, wenn ihr nichts mehr habt. Der zieht dann einfach 3 Karten. Einfach nur, weil die da liegt. Und das jede Standby-Phase, wenn ihr das Ding nicht removen könnt. Ich weiß nicht,
wie wichtig das wird, aber ich finde das schon super relevant, denn ich finde das ganz schön nervig, wenn ihr mich fragt. Aber genug davon, machen wir mit der nächsten Karte weiter. Das ist aber Time-Rending Morganite oder Morganite. Und das ist die Karte, die ich vorhin angesprochen hatte, die die Fähigkeit hat, Sachen im Duell zu verändern. Und das lesen wir mal ganz kurz durch, weil ich finde die Karte super interessant. Ich weiß nur nicht, wie viel Play die sehen wird. During this duel, you cannot activate the effect of monsters in the hand. Das ist pauschal ziemlich doof. You can draw two cards when you conduct your normal draw. You can normal summon set up to twice per turn. You can banish this card from your graveyard and this card one, also eine von der Karte. During this turn, when you normal summon a monster, your opponent cannot activate the effect of monsters. Das ist eine Karte, die finde ich vom Design her super interessant, weil die halt für das gesamte Duell einen Effekt applied. Aber ich finde, der erste Effekt, der ist schon heftig. Keine Handtraps mehr. Aber das war's. Das heißt, ihr kriegt zwei Draws in jeder Draw-Phase und du kannst zweimal pro Runde normal beschwören. Also Decks, die in der Hand keine Effekte triggern oder wirklich keine Handtraps spielen, ist das eine unglaublich gute Karte. Also wirklich unglaublich gut. Wie gut das wirklich sein wird, schwer zu sagen. Also in Flanderies ein Muss. Es gibt keinen Grund, die Karte nicht zu spielen. Holy shit, gibt es keinen Grund, die Karte nicht zu spielen. Einige Decks, die wirklich in der Hand nicht viel in Engine an Karteneffekt aktivieren. Und mit dieser Karte könnte man legit wirklich Second gehen oder man geht halt First, aktiviert Karten auf dem Feld, hat ein schönes Board aufgebaut, aktiviert aber keine Karte in der Hand. Ist legit eine Strategie. Ich finde die Karte interessant. Die gibt einem extrem krasses Grindgame, weil das für den Rest des Duells applied, was ziemlich gut ist. Und die Karte wollte ich noch mal erwähnen, weil es eine Trap-Flick-Karte ist und ich dachte mir so, hey, why not? Die Karte heißt Trap Truck oder Track, wie auch immer ihr es nennen wollt. Die Karte ist im Endeffekt wie Trap-Tricks, nur schlechter. Die Karte sagt, target one monster you control, destroy it, and if you do, set one normal trap from your deck except Trap Truck. It can be activated this turn. Also, you can only activate one trap for the rest of this turn after this card resolves. Also wird wie Trap Tricks nur schlechter. Ich wollte trotzdem erwähnen, dass die Karte in das Set rauskommt, weil die für manche Decks ganz cool sein kann, weil die halt was zerstört. Und wenn ihr jetzt eine Karte, wenn ihr jetzt ein Deck spielt wie jetzt Unchained zum Beispiel, kann das vielleicht valuable für euch sein, neben dem Setzen der Fallenkarte noch einen Zerstörungseffekt zu bekommen. Who knows? Und das war's mit Cyberstorm Axis für alles, was ich für euch heute habe. Ich weiß, das war ein sehr langes Video. Ich hoffe, ihr habt mir zugehört und habt viele coole Karten gesehen, die ihr bald in eure Strategien einbinden könnt. Dann würde ich sagen, lasst mir ein Abo da für den Channel, damit ich weiß, ihr möchtet mehr von meinem Content sehen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.